Hallo liebe Berpo-Freunde, wir sind heute im Aktivpark Hohenfelden und testen einen kleinen Einsteigerparcours. Hier ist es so, dass man sich an dieser Snackterrasse anmeldet und dann bekommt man einen Trainer zugeteilt. Der bringt einem eben so ein bisschen das Bogenschießen bei und begleitet einen dann über den Parcours. Und den, ja, schauen wir uns heute mal an. So, wir sind jetzt hier an dieser Bogenhütte angekommen. Hier wird man eben dann mit dem nötigen Equipment ausgestattet. Schutzausrüstung, Bogen, Köcher und alles, was man so braucht. Und dann geht's los. Ja, es gibt hier auch noch ein kleines Schießbuch, wo der Parcours beschrieben wird, ein kleines Wertungssystem drin ist und auch, wo man ein kleines internes Turnier veranstalten kann mit Namen und allem, was dazugehört. Wir sind jetzt hier am Einschießplatz angekommen, den gibt es auch mit vielen verschiedenen Zielen und Entfernungen. Hier lassen wir jetzt ein paar Pfeile fliegen und auf geht's. Hier ein sehr liebevoll gestaltetes Ziel mit diesem Adler, der in seinem Horst sitzt, und ja, so viel Detailliebe macht schon auch Spaß. Thank you.
Das 10x10 ist auch sehr, sehr detailverliebt gestellt und es macht richtig Spaß zu schießen, wenn ein bisschen Humor dabei ist. Wir sind jetzt hier am Ende angelangt und es hat uns richtig viel Spaß gemacht, den Platz zu erkunden. Viele Ziele sind sehr, sehr mühevoll und mit Liebe gestaltet. Besonders würden wir den Parcours Anfängern empfehlen, weil man hier richtig gut betreut wird. Zum Beispiel auch in der Gruppe, im Team, mit einer Schulklasse. Da lässt sich hier richtig gut der Tag verbringen. Wir sind jetzt hier über den Parcours am Aktivpark Hohenfelden drüber und sitzen jetzt zusammen noch im Interview mit dem Parkleiter des Aktivparks, dem Sebastian Schlömpf. Hallo. Ja, Sebastian, wir haben hier gehört, dass es nicht nur Bogenschießen gibt. Was gibt es denn sonst noch für Aktivitäten hier? Also, der Aktivpark Hohenfelden ist ein sehr mannigfaltiges Freizeitunternehmen. Wir haben hier natürlich unseren Kletterwald. Haben zum einen unsere große Bogensportanlage und natürlich auch noch einen Adventure-Golfplatz. Dazu gibt es auch einige nicht kommerzielle Dinge, die man hier unternehmen kann. Zum Beispiel haben wir hier auch noch ein kleines Tiergehege und einen Wasserspielplatz. Ja, sowas zum Beispiel. Sehr schön, dann ist also für die ganze Familie gesorgt. Ganz genau. Man wird ja hier als Besucher direkt beim Bogenschießen betreut und ich habe online gesehen, dass es auch so Team-Events gibt oder irgendwelche Gruppenveranstaltungen. Wie läuft es denn dann ab? Also wir haben zum einen die Team-Events, beispielsweise bei Junggesellenabschiede. Wir bieten auch Firmenveranstaltungen an oder natürlich auch für die kleineren Geburtstagsevents. Das heißt, wir unternehmen dann so eine kleine so einen kleinen Schießspaß mit Luftballonschießen und derartiges. Für die größeren Junggesellenabschiede betreuen wir das ganze Bogenschießen noch ein bisschen individueller und versuchen den Leuten einfach einen möglichst angenehmen Tag zu organisieren. Ja, erzähl uns doch noch ein bisschen was von der Geschichte des Aktivparks. Also den Kletterwald, den gibt es tatsächlich schon seit geraumer Zeit. 2013 folgte dann eben dieser Aktivpark hier und seitdem wird dieser stetig ausgebaut. Wir haben jetzt dieses Jahr eben halt unseren 3D-Parcours neu und sind auch da drauf und dran, stetig eben größer zu werden und zu expandieren. Wenn man euch hier auf dem 3D-Parcours besucht, in welchem Preisrahmen bewegt man sich denn da?
Also für den Erwachsenen kostet die Begehung 19,50 Euro, für den Jugendlichen 17 Euro. Das geht aber natürlich dementsprechend nach unten, wenn man sein eigenes Equipment mitbringt oder schon erfahrener Schütze ist und dahingehend nicht mehr so viel Betreuung benötigt. Danach richten sich dann die weiteren Preise oder die Endpreise. Ja, danke Sebastian, dass wir uns den Parcours hier heute angucken durften und euren Aktivpark. War sehr schön der ganze Tag und wir kommen auf jeden Fall wieder und danke auch von meiner Seite. Ja, also gerne begrüßen wir euch hier wieder im Aktivpark und auf unserem 3D-Parcours und auch großes Dank von unserer Seite. Hallo liebe Bogenspanner. Nein. Du Bogen, Pfeile und so weiter und dann geht's los. Das ist hier schön liebevoll gemacht mit dem Adler, der in seinem Horst sitzt. Und ja, da macht's auch Spaß zu schießen, wenn so viel. Keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Lieber Sebastian, hier kann man ja nicht nur Bogen schießen. Erzähl uns doch mal, was man hier alles noch so tun kann. Ja, also gut, der... Gut, okay. Da fängt